So, Leute, da sind wir beim nächsten Secret Layer, beziehungsweise hier, Secret Layer. Und wir gucken uns heute an Secret Layer Creepshow. Sind jetzt nicht nur Gesichter von mir dabei, sondern auch von anderen Sachen. Dementsprechend gucken wir da mal rein, was wir haben. Wir haben hier wieder diese Neuaufpackung. It's okay to be scared. Kann man auch mal draufschreiben bei der Creepshow. Das ist, Wizards weiß, glaube ich, manchmal nicht, was sie auf der Packung schreiben. Dann haben wir Wizards Secret Layer X Creepshow. Creepshow hier natürlich Anlehnung an die an den Comic tatsächlich. Also nicht irgendwas anderes, sondern es soll geht hierbei um diese Comic Creepshow. Weil 80% dieses Secret Layer Drops, irgendwie dieses Halloween Secret Layer Drops, der zu pünktlich kurz nach Weihnachten ankam, ist irgendwie mit irgendwie Secret Layer X, also irgendwie Universe Beyond oder so, oder halt irgendwas anderes. Und hier mit Creepshow haben wir was anderes. Was wir haben ist, wir haben eine Menge Zombies. Gucken wir mal in die Zombies rein. Persönlich finde ich diese Aufmache schwierig, was daran liegt, dass ich immer noch finde, dass das nicht mehr nach Magic-Karten aussieht. Und ich ja ein großer Fan von der Firma Magic, beziehungsweise von dem Spiel Magic bin und von Magic-Karten. Und die hier sehen für mich halt nicht mehr nach Magic-Karten aus, sondern sind halt wirklich, wirklich weird. Sie erinnern mich ganz stark an die Kellogg's-Verpackung. Ich kann euch nicht sagen, ob das hier an der Seite, ob das Kratzer sind oder ob das mit Absicht so ist. Das werden wir gleich sehen. Es ist mit Absicht so. Oder sie haben wirklich an der Qualität nachgelassen. Das ist ja richtig übel. Ja. Hier haben wir ein Death Baron, wie man hier gut lesen kann. Weil das Ding heißt nicht Strange Teferi Creepshow oder sonst was, sondern der Death Baron, der 2-2 Zombie Wizards. Und auf der Rückseite sind immer so kleine Sachen. Man kann die auch so rumspielen. Da hat man nämlich hier den Death Baron, den 2-2 Wizards. Dann hat man hier, also hier ist der 2-2. Hier sagt der Skeletons you control and other zombies gibt plus 1-1. Und das ist wiederum nicht zu lesen. Dementsprechend könnt ihr entweder so rum den euer Deck tun oder, was ich bevorzugen würde, so rum. Ihr werdet wahrscheinlich ganz doof am Commander-Tisch angeguckt. Wirklich, wirklich doof angeguckt. Ja, und was ich sagen muss, die sind schon ein bisschen rund. Dafür, dass die auf beiden Seiten voll sind, wie können die so aussehen? Verstehe ich nicht. Dann haben wir Noxious Ghoul. Ich drehe jetzt einfach so rum. Wir haben Unholy Grotto. Das klassische Land im Landdesign, wie man hier sieht. Und man kann es für ein schwarzes Tappen einen Zombie zurückholen oder ein farbloses Tappen. Und das könnt ihr ignorieren. Die Unholy Grotto sieht so hier aus. Und, hä? Warum ist die denn zweimal hier drin? Was? Es ist zweimal dasselbe Land hier drin? Ist das richtig? Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, hier fehlt was. Gab es nicht einen kleinen Zombie, den man wiederholen konnte? Der Gravecrawler in dem Ding auch? Naja, hier sind zwei Unholy Grotto. Kann man machen. Dann haben wir den Zombie Master. Der ist ein 2-3er, andere Zombies haben Swampwalk, man kann regenerieren. Auf der Front sieht er so aus. Auch das kann man machen. Und haben wir den Noxious Ghoul, wie gesagt, 5 Mana 3-3 und der gibt -1/-1, wenn andere Zombies ins Spielfeld kommen. Ja, Nicht-Zombies kriegen der -1/-1. Sieht dann so aus. Und unten drunter haben wir... Was bist du? Ein Terror! Lol. Niemand spielt mehr Terror in 2024, aber es ist eine geile Karte. Terror Instant, Destroy Target, Non-Artifact, Non-Black Creature, can't be regenerated. Ja, das ist die Secret Layer Creepshow. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass zwei Unholy Grottos hier drin sein sollten, aber 5 Karten sollen drin sein. Dementsprechend keine Ahnung. Ihr könnt es mir in die Kommentare mal schreiben, wenn ich da irgendwas falsch interpretiere oder gesehen habe. Aber ja, hier. Das sind die Magic-Karten in 2024. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.